Hallo und herzlich willkommen zu einer einfolgigen Folge. Ich habe keine Ahnung, ob es das Wort überhaupt gibt. Zu GTA Online. Und ja, warum spiele ich alleine? Das ist eine lustige Geschichte. Warte, ich fahre mal kurz hier so den Weg entlang. Habt ihr nichts getan? Wie, Batterie? Wie, was? Ich hab doch gerade angefangen zu spielen. Ich ignoriere das jetzt. Ja, wir wollten heute nämlich mit dem Curry und mit dem Flo von den Alchemisten wollte ich heute GTA aufnehmen, ne? Und ich habe ja die letzten Tage musste ich so ein paar Sachen vorbereiten und kam auch nicht so viel zum Aufnehmen. Und wir haben ja jetzt kurzweilig Abend. Und dann bin ich einfach, ich habe den Aufnahmetermin verpennt. Ich bin einfach eingeschlafen. Und ja, jetzt haben wir keine Ahnung. Ich guck mal gerade 3.47 Uhr in der Nacht. Ich habe einen schrecklichen Biorhythmus. Und habe davor aber, glaube ich, auch doch mehr als 48 Stunden nicht geschlafen. Also ich bin einfach wumm und weg war ich. Und es tut mir wirklich sehr leid und ich hoffe, dass wir morgen doch noch aufnehmen können. Aber damit wir eine Folge hier noch haben, habe ich gedacht, spiele ich einmal alleine. Und ich mache mich auf den Weg. Man kann es noch nicht erahnen. Ich finde das hier gerade so schön, deswegen fahre ich mal kurz hierher. Ich bin übrigens zum Teil weihnachtlich angezogen. Und ich finde es doof, dass es noch keinen Schnee gibt. Den müsste es theoretisch ab dem 23. oder 24. Heute haben wir den 22. beziehungsweise jetzt schon den 23. Da müsste es halt den Schnee geben. Ich dachte eigentlich, ich kriege das jetzt irgendwie noch mit, aber nö. Hier ist noch Sonne. Ich warte auf einen spontanen Wetterumbruch. So. Junge Dame, weg hier. So, upsala. So, ich musste mich jetzt für ein T-Shirt entscheiden. Ich wollte nämlich eigentlich so einen total ekelhaften Weihnachtspulli, die ich persönlich eigentlich ganz cool finde. Ich finde, desto kitschiger, desto besser zu Weihnachten. Aber leider ist meine Unterhose damit nicht kompatibel. Und ich glaube, die weiße werde ich auch noch ändern. Ich werde eine schwarze und eine rote draus machen. Das können wir ja auch noch hier alles machen heute. So, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber gehen wir doch mal zu. Es sah doch schön aus, ne? So. Wo fahren wir jetzt hin? Achtung, könnte ein bisschen holprig werden. Ja, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Mein Motorrad ist auf jeden Fall hier schon Schlimmeres gewohnt. So, gucken wir auf die Karte. Fahren wir einmal eine Runde. Und da vorne geht's los. Ich finde die Route, ich finde das viel interessanter immer. Boah, ganz kurz, ne? Das sieht... Ach ja, wir spielen hier gerade auf der PlayStation 4. Und ich muss es nochmal sagen, es sieht einfach fantastisch aus. Das sieht echt cool aus. Ich mag die Strecken hier viel lieber als die glatte Straße. Hier so durch die... Uah, durch diese wunderschöne Landschaft. Oh. Und jetzt, wo es auch hier überall, ja, Wiese gibt. Und wo hier alles so schön bewachsen ist. Es ist natürlich noch schöner. So. Ah, und mit den schönen Himmel. Ja, ich weiß, ich möchte jetzt nicht schon wieder eine Stunde hier... Vortrag halten in der Grafik. Ich hoffe ja, ne? Wenn GTA für den PC erscheint, ne? Dass der liebe Kerl. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der den Eisenhahn so. Wah, für GTA 4 kreiert hat. Also zumindest da, dass da alle ganz schnell. Hier, was gibt's da noch? Ach, SweetFX und EMB, da gibt's alles. Dass die da irgendwie ganz schnell hinterher sind. Ich weiß jetzt schon, dass es natürlich auf dem PC richtig, sowieso richtig geil aussehen wird, ne? Ah! Warte mal, das. Können wir das bitte vergessen? Ja? Schneidet mal bitte die letzte Sekunde hier aus eurem Gedächtnis. Aber ich glaube, dass. Wenn die halt loslegen mit den ganzen Grafikmods, ich glaube, dann werden mir. Wird mir die Unterhose hier im Spiel wegfliegen. So toll wird das aussehen. So, jetzt fahren wir mal richtig hier. Ist ja. Wanderunfallstraße. Nein, ich mag das hier. Ich mag das. Und wisst ihr was? Ich muss jetzt echt mal gucken, dass hier ein bisschen Geld reinkommt. Ich glaube, ich habe jetzt 10.000 auf der Bank. Und ich würde nämlich wirklich gerne... Warte, soll ich mal kurz zeigen? Warte, ich zeig das mal kurz, ja? Warte. Ich beeil mich. So, ein runter. Ach, die Steuerung hier. Da, den hier will ich nämlich haben. Den hier und allgemein würde ich mir halt auch gerne... Ich meine, hat mir gute Dienste geleistet. Hier wird es auch Barty 803, ist das glaube ich? 801, ich weiß es gar nicht. Soll ich auch mal wieder umlackieren? Wisst ihr was, machen wir heute auch noch in der Folge, ja? Lackieren wir uns um in Weihnachtsfarben.
Aber so ein schönes, schnelles, das sich vielleicht auch ein bisschen besser steuern lässt. Obwohl, ich muss sagen, so unzufrieden bin ich jetzt gar nicht, aber Tesla geht ja immer, wie geil sie das sind. Was ist? Hä? Wo habe ich denn gelebt die ganze Zeit? Wieso kenne ich das denn nicht? Warum sieht das denn so? Ich muss einmal hin. So. Ja, wir sind hier immer noch in GTA Online. Ah, schön. Wisst ihr was? Jetzt stelle ich mir das gerade vor. Ich weiß ja so ein bisschen, wie das Wetter da sein kann, ne? Schön warm. Es kann halt auch super angenehm warm sein. Nicht nur so drückend, sondern so angenehm mit so einem leichten Wind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, hier wirklich zu sein und da mit dem Wasser und... Oh, ich drehe durch. Nein. Warte mal, wir sind in Weihnachtsstimmung. Schnell weg hier. Böse, was ist das da oben? Hä? Warte, was? Was ist das? Hey, was ist das? Huch! Wo kommt dieses blaue Licht her? Nein, was ist das? Habe ich hier... Kenne ich das? Nee, warte, stopp! Achso, das war ich. Aha. Okay, dann mal weiter. Boah, guck mal, Leute, echt im... So, bleib stehen. So. Guck mal. Entschuldigung, ne, aber... Ach, scheiß drauf, das sieht so geil aus. Ich möchte mal hier hochfahren. Guck mal, wo das herkommt. Boah, das mache ich immer so gerne in Spielen. Übrigens, aber auch im RL, wenn ich irgendwo einen kleinen Bach sehe, möchte ich wissen, möchte ich da die ganze Zeit entlanglaufen und entweder gucken, wo er endet oder wo er anfängt. Das ist mir noch nie aufgefallen hier. Ich war hier noch nicht. Boah, geil. Leider, dass ich jetzt hier aus dem Motorrad verpeste, aber hui. Kann man ja auch mal machen. Stopp. Ah, hier fängt's an. Da. Schon cool, ne? Schon cool. Finde ich übrigens immer noch schade. Habe ich jetzt schon mit dem Kiri drüber geredet hier, als wir zusammen zwei, drei, vier Folgen gemacht haben, weiß ich gar nicht. Wie schade ich das finde, dass wir die Tiere hier nicht haben. Ich hätte zumindest die Wale, Delfine, die hätte ich echt gerne hier mal gehabt. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich muss sagen, so im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Ach ja, du kannst dir vor allen möglichen Scheiß machen. Du kannst dir wirklich einmal... Ich verstehe, was ich wirklich nicht verstehe, ne? Das ist nicht böse gemeint, aber ich verstehe nicht, dass die... Wenn man Let's Plays macht, dass man immer nur so Challenges hier, also so Missionen und sowas alles. Ich finde, aus dem Spiel hier kannst du verdammt viel rausholen. Du kannst das Spiel zwar spielen, so wie das Spiel es dir vorgibt, aber du kannst halt auch das komplette Gegenteil machen und quasi dein eigenes Spiel hier rausmachen. Das hört sich so bescheuert an. Ich weiß es selber. Jetzt, wo ich mir zuhöre, denke ich mir selber... Klar, was du denn da, aber... Huah! Aber ist so. Ist wirklich so. Das lässt dir so viele Freiheiten hier. Und ich hoffe, dass bei der PC-Version vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Mod, der eventuell so ein paar... Ja, wie soll ich sagen? Das ist ja meistens, wollen die das ja nicht, die Entwickler, ne? Das wollen sie nicht. Also in Minecraft zum Beispiel, seitdem es da die Mods gab, ne? Super. Minecraft war zwar immer noch Minecraft, aber... Man konnte da halt ziemlich viel rausholen. Man konnte quasi noch andere Spiele. Hier so Hunger Games. Hunger Games in Minecraft zum Beispiel. Wenn man sowas in GTA machen könnte. Man kann zwar die Mission hier machen, ne? Du hast den, cool. Du hast den Editor und ich komme da gerade gar nicht rüber. Das ist natürlich doof. Wupp, stopp. Müssen wir uns mal kurz gucken, wo wir da am besten rüberkommen. Aber, naja. Du kannst Rennen machen, du kannst Deathmatches machen. Capture the Flag. Aber du kannst ja, wie soll ich sagen, nichts wirklich Eigenes machen. Es ist halt immer ein Problem, weil viele würden das ausnutzen. Und vielleicht da irgendwie so... Gibt es ja schon. Es gibt ja schon gemoddete Missionen. Aber halt nur so Sandbox-mäßig oder dass sie mehr LP kriegen.
Nein, wieso rede ich eigentlich? Ah! So, das habe ich extra gemacht. Manche denke ich mir so, ach. Du hast, ich weiß, ich habe von vielen so eine eigene Meinung, aber es gibt halt in so Spielen immer Dinge, die ich mir wünsche. Die alte Frau wünscht hier Dinge im Spiel, Leute. Wünscht ihr euch auch die gleichen Dinge? Nein, Quatsch. Ah, darüber rede ich dann halt gerne. So, ich möchte gleich auch mal auf dem öffentlichen Server gehen. Ich weiß, dass es nicht mehr wirklich viele Deutsche gibt, die jetzt wohl online sind. Oder warte mal, wir haben Ferien. Könnte sogar doch sein. Mal hier wieder rüber. Meine süße Barty-Frau hier. Ich weiß nicht, mein Motorrad sieht das weiblich aus? Ich weiß immer ein bisschen. Doch, sieht schon sehr weiblich aus. Die lässt mich hier auf jeden Fall nicht im Stich. So, geradeaus weiter. Wumm. Hatte ich schon mal? Ja, ich hatte letztens die erste Folge der, ja, wie sagt man, neuen Staffel, keine Ahnung. Der Next-Gen-Version hatte ich ja aufgenommen, alleine. Weiß gar nicht, ob das jetzt auch so wirklich unterhaltend ist. Ich rede hier einfach die ganze Zeit. Ich ziele aber gerade gar nicht darauf ab, unterhaltend zu sein, sondern ich möchte euch echt ein paar Sachen zeigen. So. Ja komm, du hast es. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich da. Und wehe, die sind nicht da. Dann werde ich aber sauer. Dann laufe ich hier amok. Haha. Immer diese, hier, Killerspiele. Das ist ja schlimm. Furchtbar sowas. So, komm. Ey! Ich dachte eigentlich, du kannst da durchfahren hier. Jetzt stell mir nicht so an. Oh Gott, wie peinlich, er hat's gesehen. Ich glaube, er muss sterben. Aber ich brauche echt andere Unterhose. Das geht gar nicht so aus wie der Pimpers! Ich habe ihn nur geschubst. So. Oh, was will er denn? Jetzt warte, ich habe so Angst. Man kann ja auf dem Wohnwagen stehen, ne? Das hatten wir ja auch schon probiert. Weißt du was, das wollte ich sowieso machen. Keine Sorge, nicht ausrauben. Ich bin sehr nett. Konnte man hier nicht rein? Nee. Ich wollte mir mal kurz was zu trinken. Boah, ich habe gerade im RL auch sehr viel Durst. Ich glaube, ich werde mal gleich was trinken. Ich wollte den Laden nicht ausrauben, sondern mir halt Zigaretten und Bier und so für die Interaktion, beziehungsweise, ja doch, die Interaktion, die man hier halt mit dem Charakter vernehmen kann. Das fehlt mir irgendwie immer. Das war aber nicht nett. Sag mal, Pandoria, nee. Tut mir leid, aber irgendwie ist dein Gesicht, ne? Ich will ja nichts sagen. So, gucken wir mal. Mein Laune ist glücklich, meine Aktion ist Nasenbohren. Mein Laufstil ist weiblich. Was denn immer? Chat jeder. Gibt es hier irgendwelche neuen Sachen? Spawnpunkt? Nein. So. Also. Das war's. Maske. Super. Ich werde. So, jetzt aber. Now? You gotta be kidding me. Was? Belästigt er sie? Ich kann ihn töten. Okay. Hä? Achso, ich dachte schon. Ich dachte jetzt schon, der will mich erschießen. Danke. Und jetzt erschieße ich dich. Nein. Ich habe jetzt gerade echt keinen Bock auf die... Auf die Bula... Was? Oh Gott! Ich dachte jetzt gerade hier... Oh Gott, sieht das schön aus. Ich dachte jetzt gerade, es wäre Schnee draußen. Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte so, boah, cool. Ich bin in das Update gelaufen. Apropos laufen. Lalalalala. Ich mag sowas. So, wir müssen uns beeilen, weil gleich ist es dunkel. Ich frage mich, ob das hier richtig ist. Aber das muss richtig sein. Wum, 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 wum. Wupp. Ah, da vorne. Okay.
Spiel. Bist du dir sicher, dass es da vorne richtig ist? Oh! Wisst ihr was? Das passiert, ne? Wenn man die ganze Zeit auf die Minimap guckt und gar nicht auf die Straße. Ich finde, dafür fahre ich eigentlich völlig... Ja, dafür fahre ich noch okay. Dafür, dass ich echt die ganze Zeit nur nach unten links gucke. Und bumm, ja, es scheint richtig zu sein. Ich kenne diese Gegend. War ein paar, beziehungsweise sind ein paar coole Erinnerungen. So. Jo. Guck mal. Oh, da war gerade ein Auto, ne? Boah, jetzt ist aber mal gut. Ja, das Blöde ist natürlich jetzt, ich sehe nicht mehr so ganz frisch aus, ne? Gut, hier sind die Schienen. Da ist ein Zug. Das passt gerade eigentlich. Das ist perfekt. Ich werde mit dem Kipplaster hier drauf springen und damit mitfahren. Nein, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Obwohl. Ja, wir suchen uns so einen netten, süßen, kompakten, handlichen Kipplaster. Ah. Schau einmal auf die richtige Karte, beziehungsweise auf das Spielgeschehen. So. Übrigens gibt es die Schneeballschlacht leider noch nicht. Genau auf die hatte ich mich ja gefreut. Die wird es eventuell sogar morgen geben. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen zum Aufnehmen komme. Und das ärgert mich so. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ärgert mich so extrem. Also ich weiß ja nicht, ob es gerade an mir liegt, aber irgendwie sehe ich hier keinen Kipplaster. Warum nicht? Okay, ich gebe noch nicht auf. Ich bin gerade auf dem Server nur mit Einladung, das heißt, keiner hat mir den weggeschnappt. Das finde ich aber nicht cool. Hier oben standen meistens auch noch welche. Stopp. Nope. Regulär? Das müsste doch hier richtig sein. Ich kann mich doch jetzt gar nicht so vertun. Ich weiß, dass es hier unten bei diesem Gekrissel auf der Karte war. Und das Gebiet hier kenne ich ja auch. Was haben wir da unten? Nein. Fahren wir nach ganz oben. Ich weiß nicht, ich jetzt gerade an meinem Level, weil ich alleine bin. Ach komm, ich hatte mich echt so darauf gefreut. Wupp. Boah, das ist hier so riesengroß, krass. Ja, das sieht natürlich nicht so gut aus. Die Frage ist, was mache ich denn dann jetzt gleich? Weil zum Flughafen ist es jetzt auch nochmal ein ganzes Stück. Ich müsste halt gleich noch in den Klamottenladen, das hatte ich ja schon gesagt. Ach komm, ich wollte doch irgendwas zeigen, Mensch, das geht doch nicht. Das könnt ihr echt nicht machen. Ich hatte übrigens gerade was Lustiges gemacht, da hatte ich noch nicht aufgenommen. Hatte mich nur eingekleidet. Und, total random eigentlich. Ich stand da und, war mit meinem Motorrad unterwegs und dann hieß es, du kannst keine Prostituierte in deinem Motorrad hier in diesem Fahrzeug mitnehmen. Und das Fahrzeug ist nicht geeignet. Und ich gucke, hä, wo ist denn eine Prostituierte? Weil ich hatte wirklich nichts gemacht. Ich hab den nicht darauf abgezielt, ehrlich. Und dann stand da eine, da habe ich mir ein Auto genommen und denk so, okay, wenn ich mir jetzt irgendein Auto hier klaue, dann ist die aber weggerannt. Total panisch. Und ich habe die dann bestimmt über die halbe Karte einfach verfolgt, ganz langsam. Das war so creepy. Ich war Mrs. Creep. Echt, das war eigentlich... Und ich wollte das halt aufnehmen, nur ist mir hier mein Capture-Programm leider zwischendurch abgeschmiert. Deswegen konnte ich das Knöpfchen nicht drücken. Okay. No Kipplaster.
Ja, okay, klasse. Soll ich meinen Server wechseln? Ich gehe mal auf den öffentlichen, okay? Damit die mich wieder ärgern können. Das war nämlich letztens total doof. Da haben die mich... Nein! Gerald, jetzt nicht! Da haben mich ein paar Leute geärgert. Okay, im Nachhinein muss ich lachen. Aber davon ist nicht so lustig. Da bin ich nämlich ins... Immerhin bin ich in den Geschäft gegangen. Dann sind die mir hinterher gefahren. Und haben einfach ihre Autos komplett vor die Glastür gestellt. Und ich konnte nicht mehr raus. Boah, ich habe dich so gehasst. Ich habe... Boah, ich versuche gegen die Tür zu treten, alles, aber... Ja, ich muss immer warten, bis mich da jemand gnädigerweise befreit hat. Wir fahren noch ein bisschen durch die Nacht und dann logge ich gleich mal um. Juhu! Viel besser hier, Okay, stopp, komm. Und eventuell finden wir jetzt gleich den ein oder anderen, der mich töten will. Das heißt, es wird dann etwas spannender für euch. Neue Sitzung finden, ja. Und ich kann euch den schönen Weihnachtsbaum in meinem Apartment zeigen, der genauso aussieht wie der echte hier zu Hause, den ich noch nicht habe, den ich erst morgen kaufen gehe. Scheiße. Oh, nee. Mies. Total trinken gehört, weil ich so komisch trinke, weil hier, ja, ich trinke gerade aus einer Dose. Ja, komm, fertig jetzt, Ladevorgang. Ladevorgang. Übrigens, danke nochmal fürs Zuschauen, für diejenigen, die gerade noch zuschauen. Ist langweilig, ne? Beiß die Zähne zusammen, ist gleich vorbei. Nein, Quatsch. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ladevorgang. Vorgang. Ja, ich höre wieder den Chat von anderen. Juhu, ich habe das so vermisst. Jetzt kommt bestimmt wieder... Olli? Oh Gott. Geil, ich habe es endlich in der Aufnahme. Das kann so creepy sein. Wartet ab. Wartet bitte ab. Ey, das kann so... Und jetzt müsste ich eigentlich mit dem U-Boot nochmal tauchen gehen. Das ist so verdammt unheimlich. Mist, ich habe gerade kein Headset hier dran. Ich würde nämlich eigentlich auch gerne so... Hallo? Hallo? Entschuldigung. Ich verfolge Prostituierte und ich creepe hier andere Leute im Voice-Chat an. So. Wir können die Leute ja auch stalken. Ah. Ah ja, schwarze Unterhose. Ah, habt ihr gesehen? Guck mal. Tada! Ich mach mal ein Foto. Foto. Der Curry hat ja gesagt, wir müssen... Ich sag mal... Okay, Pandoria, warte. Warte, so, ne? Und jetzt guck mich an. Ja, so ist gut. Na. Oh. Mein alter Ego. Mit Unterhose und kurzem blonden Bob. So. Oh, oh, ich bin Pandoria, ja. Warte, so. Tiefschärfe. Warte, ich mach erstmal hier Ausdruck. Ja, ich bin Pandoria. Ja, ich rede dir einfach die ganze Zeit jetzt ununterbrochen. Also, guck mal, ich weiß nicht, was ich dir sagen wollte. Ich mache hier irgendwelche Let's Plays gerade und ich hoffe, dass man mich hier Voice Chat nicht hört, weil sonst wäre das wirklich echt peinlich. Es ist gruselig. Hallo, du. Na? Auch hier. Nein, da war es gerade. Verdammt, Moment. Warte. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, das war's. Jetzt, ich bin so doof. So, jetzt warte. Achtung, das ist es jetzt. Ja. Okay, warte. Filter.
Ein schön weihnachtlicher Fit. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin mir nicht so sicher. Ich möchte nicht diese Krissel da haben. Ich glaube, ich lasse es mal erstmal beim normalen. Jetzt kommt ein schöner Rahmen. Wo ist denn hier bitte ein schöner Weihnachtsrahmen? Oh Gott, wie gruselig. Ja, guck mal, sieht ein bisschen aus wie Schnee. Okay, dann bewegen. So. So, warte. Wir haben es gleich sofort. Ich konnte sie doch auch irgendwie bewegen. Verdammt, wie war das denn nochmal? Ach ne, es war nur so. Okay. Dann. Foto! Juhu! So, jetzt gucken wir mal in Galerie speichern. Was war das denn da? In Galerie speichern. Ich möchte mal noch eins mit einem Filter machen. So. Machen wir. Warte mal, der eine da hat mir gerade gefallen. War das der hier? Der hier. So. Ja, nein! Warum habe ich das gemacht? Warum? What? Nein! Ja, tut mir leid. Warte, ich hab's gleich. Rot! Da. Jetzt machen wir nochmal den Rahmen. Ist furchtbar mit mir, ne? Echt furchtbar. So. Raster ist... Okay. Und... Warte, wie machen wir es am besten? So. Na... Leute, ich hab's gleich. Bitte, haltet noch durch. Und los. Es gibt bestimmt viel, viel bessere Fotos. Ich hab das nämlich nicht wirklich drauf. Huch. So. Also, eine schwarze Unterhose werde ich mir anziehen. Schön mit dem Voice-Chat, ne? Olli? So. Hosen. Strümpfe kann ich leider nicht anziehen, dann endet er nämlich oben das Outfit. Höschen nicht. Bikinihosen. Da brauche ich einfach nur eine schwarze. Ja, da. Und? Ist doch gut so, oder? Mit den roten Schuhen dann noch, mit dem Schal hier. Genau, ich müsste sowieso nochmal zu einem Klamottenladen, denn für den Kopf habe ich ja noch nichts. Ich weiß nur allerdings nicht, ob ich die Maske dann dabei verliere. Das würde ich ungerne. So, Garage betreten. Ja, jetzt ist natürlich... Ich muss es nochmal erwähnen. Wir spielen jetzt auf dem öffentlichen Server. Es könnte wirklich sein, dass ich getötet werde. Brutal. Ich schau mal, wie viele Leute hier auf dem Server sind. Wie war das denn nochmal? Warte, ich hab's sofort. Warte. Huch. Ach da. Pananana, King Kevin. Oh oh. John Player. Trash Polka. Gucken wir uns mal die. Keine Panzos leider. Schade. Ja komm, dich wollte ich ja noch umlackieren. Irgendwie gruselig. Da hat einer wirklich den Sound an von seinem Spiel und sagt selber nichts. Es ist allgemein halt gruselig. Oh, ich merke schon, ich bin auf dem öffentlichen Server. Okay, komm, da vorne ist ein Geschäft für Klamotten, aber das brauche ich nicht. Genau, da konnte ich mir irgendwie keine Headpieces holen. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Stopp! Dann gucken wir mal. Wir hätten da unten noch eins. Sind, wären da nur nicht allein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mir nichts passiert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder ich gehe einfach dahin auf eine Karte, wo am wenigsten los ist. Ah, das ist ja auch wieder so... Nee, warte mal. Ich bin ja völlig falsch. Auch wieder einer von den Schiki. Ah, das ist... Nee. Die. Gut, die haben... Die haben Mützen.
So, wehe einer macht sich hier an meinem Motorrad zu schaffen. Hello! Yes! Falsch! Yes! Okay. Achtung, jetzt geht's los. Festliche Hüte, oh Gott. Oh, Pandora, was ist denn mit dir los? Wie, das war schon? Ah, doch. Na, oh, wie süß. Aber noch nicht das so... Ja, das könnte ich sogar... Jetzt würde ich natürlich verlieren. Echt die... Maske. I am so much verliebt. Warte mal. Ah, Mann! Ach, die sind alle umsonst. So macht man das. Na, okay, komm. Jetzt kann ich nicht aufhören gerade. Boah, ist ja furchtbar. Warte. Stopp! Ein Rentiergeweih. Eine schöne Elfenmütze. Die hatten wir ja letztes Jahr. Aber ich weiß nicht, soll ich die Elfenmütze nehmen? Das sieht natürlich cool aus mit den Ohren, ne? Aber ich hatte mich gerade ja in diese eine Mütze verliebt. Wo ist sie? Die mit den zwei Bommeln. Warte mal. Verdammt, wo ist die? Die hat ja nur einen Bommel. Okay. Also, dann gucken wir mal. Entweder so. Ne, die grüne gefällt mir schon richtig gut. Weil die hier auch noch ganz cool ist. Die auch. Jetzt muss ich mir natürlich... Kiste Elfenmütze, unartige Elfenmütze, fröhliche Elfenmütze. Schwer. Wieso ist das denn so schwer, verdammt? Okay, warte, ich hab's sofort. Ich nehme... Soll ich die fröhliche Elfenmütze nehmen? Ich guck mal. Ah, doch, das geht. Oh, 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 oh. Mann, hab ich jetzt erschrocken. Boah, Boardboy. Mach dich bereit. Irgendjemand wird dich töten. Ich bin mir so sicher. Du Arsch. Oh Gott, no, please. Na, 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 na. Na 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 da 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 na 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 na. Ach Menno, ich wollte gerade. Ich pinkel auf deine Leiche, ich pinkel auf deine Leiche, ich pinkel auf deinen Blutfleck, ich... Hallo, ich hab keine Waffe.